Kannst übrigens Kaktus-Sepp am besten mit dem Pferd abbauen. Rex, wollen wir vielleicht in den Bergen aber auch noch ein bisschen Schwefel abbauen gehen? Einfach für die Feuerpfeile? Hier ist ein Prokoptelon. Ist das voll beladen? Erstmal schauen, wie ein Level. Oh, überladen. Level 80. Das ist auch in Ordnung. Naja, dauert halt. Also ist die Frage, ob wir das fertig kriegen. Ja, wo ist ein Pferd? Wer springt da mit dem Pferd? Ist jemand in der Wüste von uns? Noch? Nein, ich nicht. Sasum, Sasum. Sasum ist hier. Ey, kriegen wir den zusammen hin? Wir brauchen. Komm, okay. Können wir da jetzt die Peitsche raus oder ja, das Lasso? Wahrscheinlich wird er euch platt machen. Lasso kannst du nehmen, ja. So. Was ist hinter mir? Ja, ich bin bei dir. Aber er ist eh schon weg. Ja, da ist ein Pferd. Und den holen wir mit der Pistole. Okay, wenn du gut zählen kannst. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Also, Da ist er. Was ist Alex? Ja. Rampen. Das sind zwei. Glaubst du, du kriegst das hier hin, dass man hier eine Gangway hier oben hinkriegt? Die kämpfen da gerade. Die kämpfen gerade gegeneinander? Von hier innen auch verteidigen ja, können, weißt du? Wer ist denn hier wer? Scheiße, ey. Wir haben Pferd des Asun, glaube ich, oder? Aber wer ist denn das mit dem Speer? Dann mach die da einfach Platz. Aua, Alter, ich werde angeschossen hier. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ja, in der Wüste. Ich werde es gleich weg. Unten bei dem Rex. Oh, in der Wüste. Da, wo der Rex war. Alter, warum ist das denn hier gerade? Das Basistor ist offen, soll das offen bleiben? Nein, ne? Ich mach raus. Hör zu. Ja, mach zu. Exotic, du bist noch da? Ja, ich kämpf grad hier. Was ist denn ist das? Der mit der Gilly-Rüstung. Hat eine Shotgun. Den mit der Gilly-Rüstung. Da, genau. Bitte. Auf. Ja, tot. Okay. Ghost-like ist ins Spiel gekommen. Ja, kann er machen. Achso, das Tor war auch völlig den Moment. Sind jetzt beide tot? Nein. Keine Ahnung, ob ich ihn. Oh fuck, Mann, keine Ausdauer hier am Pferd. Jetzt ist Pferd tot. Scheiße. Stechen mit der Pike. Naja, der kriegt mich kaputt. Der trifft entsprechend gut, glaube ich. Jetzt hat er. Ich habe ihm irgendwas. Ich habe ihm seinen Crossbow geklaut. Schön, ich ziehe ihn jetzt aus hier. Ja, der macht der betäubt dich gleich wieder weg, Mann. Ja, keine Ahnung. Ist jemand auf dem Weg runter zu Anni? In der Wüste, außen am Rand vom Canyon. Ach Gott. Ja, jetzt ist meine Peitsche kaputt. Ja, das schaffe ich nicht. Na, jetzt hängst du fest. Alter. Werde ich mit allem, was du hast. Mach ich schon. Ich würde gerne helfen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Na, am Rand vom Canyon, hab ich ja Mann, gesagt. Ey, am Rand vom Canyon. Da ist noch jemand. Sein. Wer ist denn das? Jemand von uns? Nee. Ich bin hier irgendwo. Nee, das bist du nicht. Nee, das bist du nicht. Jetzt haut er ab. Er haut ab. Da sind noch andere. Kämpfen wir gerade gegeneinander, oder nicht? Ja. Das bin ich hier übrigens. Nee, jetzt haut er ab. Oh, okay. Bin Rand ich vom Canyon? Ist das hier beim Bronto oder was? Oder ich? Ja, das ist so eine. Keine nee, Ahnung. Ist egal. Ja, scheiße. Das ist mein gutes Level 8 Pferd getötet, ey. Ja. Weiße, super. So mir neue ist, los. Ja. Ach ja, hier rennt einer mit dem Speer rum. Rexotic, bist du das? Im Prokopter dann? Nein, ich bin tot. Wer ist bin ich. Oh, okay, also. Gut, Metallstange. Ich nehme dir mal dein Zeug ab, Rexotic, ja? Metallstange, bitte. Achtung, da schießt jemand. Pfeile kommen. Einmal jagen, hinterhergehen, ein bisschen stressen. Wo ist denn der? Von wo? Keine Ahnung. Oh Mann, ich kriege aber auch noch was ab. Dieses Pferd liegt ja. Ach, wir sind hier oben. Der schießt von hier oben runter, von der Basis her. Na, der ist wahrscheinlich auch sein Außenposten, wa? Weiß ich nicht. Ich bin. Ich versuche mal. Große Holzbasis oder was? Ja, die Holzbasis. Man lädt das Bikes aus. Nee, das ist aber ein anderer. Der ist Tobi. So, gut, ich komme mal zurück zur Base, weil das ist jetzt hier sonst einfach scheiße. Hast du alles? Ja, die wichtigen Sachen habe ich. Also nur. Das ist aber nicht der. Da vorne rennt immer der Pike. Jetzt sehe ich das Pferd auch noch aufs Spiel. Ich komme jetzt zurück. Balu, hier steht ein Pferd für dich. Naja, schießt noch hier. Auf der rechten Seite steht er. Rechts vom Tor praktisch. Mhm. Auf mich. Seid ihr jetzt bei der Base? Du kriegst doch den Sattel. Nein, wir sind nicht bei der Base. Okay. Nein, nicht bei der Base. Wir sind Balu? Da, wo die. Ja, danke. Also bei der feindlichen Base sind wir hier vorne am Canyon. Mit den ganzen Spikes rumrum. Ja, der schießt auf jeden Fall runter. Mal gucken. Nee. Was denn? Was ist da drin? Nee, gar nicht. Nee, ich wollte nur gucken, ob das die Base ist, die Mario meinte. Ja, da oben ist ultraviolett. Ah ja, jetzt ist er wieder weg irgendwie.
Ich hab ihn gerade mit der Pistole angeschossen ein paar Mal. Dem ich ihn gezähmt hatte, hatte der 78. Jo. Er ist aber wieder oben. Ne, brauche ich irgendwie, weiß ich nicht, Longneck mit Scope oder so. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache, weil wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Wir können ja die Base hier unten auseinandernehmen. Das ich nicht mehr. Nee, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Fluganimation der Pfeile echt Obergrütze ist. Ja, die ist also definitiv, im normalen Arc ist die nicht so schlimm. Scheiße, ich brauch Wasser. Also ich war mir jetzt auch sicher, dass ich ihn mehrmals hätte treffen müssen, auch mit der Pistole, und bin jedes Mal vorbei. Oh, jetzt mal gar nicht mehr. Granaten zu der Hütte. Ja, super. Weißt du, wo das ist? So. Ja, ich war ja vorher da. Ach so, okay. Hab ihn getötet. Übrigens machen die Jaboas ein Geräusch. Bobby. Oh. Ja, stimmt. Aber keine Ahnung welches. Da steht an. Ich lauf gerade auf die Hütte zu. Gewittersturm. Gewittersturm ist gut. Das ist in Ordnung. Hütte mit Spike. Ja. Bin ich jetzt. Da rennt einer rum. Nee, ist noch ein Bokopterdon. Ja, das sind wir. Das sind wir, ja. Ich hab gerade einen Bokopterdon habe ich getötet. Ist noch ein Pferd hier irgendwo? Ist noch irgendwo hier ein Pferd da, wo wir jetzt gerade sind? Nee. Nein. Das hatten am wenigsten Trefferpunkte. Spikes. Spike. Ja. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte. Aber ich hab dir doch gesagt, genau auf der anderen Seite. Oh. Ja, da bin ich auch. Einige braucht. Und jetzt die Tür. Ja, die fliegt. Vorsicht, kann sein, dass er drin ist. Ja, das Problem ist, ich werde jetzt raus. Da ist er, schau ihn an, schau ihn an. Nehmen können. Stellt sich zur Granate. Ja, der ist schwanger, oder? Ja, Prokopter, dann hallo. Hier, Render. Auto-Movement-Speed gefühlt, ey. Alle angeclaimed, oder? Jawohl, hol ihn. Schwanger. So. Oh, abwehren dann mal weiter Render. Hast du die Pilze mit? Ja, ich hab die Pilze noch mit, aber ich renne gerade Richtung Mario und einfach nur, dass ich hier nicht alleine irgendwo im Nirgendwo stehe. Oh, sondern lieber irgendwo. Oh, ich höre Schüsse, oder? Wie viel hatten die noch, nee. Die Tür, warte mal. Das ist das Gewitter. Das sind keine Schüsse. 3900. Okay, ja, ich hab ja noch. Hab noch 12 Granaten. Ja, bau mal voll da, die Tür. Welche Base ist denn das von wem? Das ist gar keine von wem. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, kam die zu uns? Das war das Tor. Alex, haben wir jetzt irgendwie noch ein Pferd hier übrig? Warte mal, wo ist denn? Nee, einfach weiter runter. Ja, warte mal. Oh mein Gott. Was? Alter, mein Gott, was der wirft immer mehr, ich weiß nicht. Der wirft immer 3 direkt. Na genau, da geradezu, die ja. Hütte. Danke. Der steht, Anni, warte mal, der steht oben, der guckt gerade runter. Anni hat gerade von einem Target. Ah, mal gucken. Oh, warte mal, die habe ich doch. 24, komm, das mach ich jetzt mit der Pickaxe. Ja, ich bin auf dem Weg. Aufpassen, er ist ich auf jeden Fall. Noch Schränke. Muss aufpassen, er ist schmeißt du noch ein paar Granaten rein. Ja. Ha! Bin mit in die Base gekommen. Sehr schön. Alter, nein, du stirbst jetzt so. Du machst vielleicht tot. Aber nee, er ist tot. Ich hab ihn umgebracht, Master V. Ist aber nicht die Hütte, wo wir gerade sind. Ist aber egal, weil Hauptsache ich. Nee, ich sage nur, dass er aufpasst. Hier ist gar kein Bett oder sowas. Der Jaboa will mich. Alter. Ich mach mal seinen Cave kaputt hier, weil das ist der ja Jaboa. Irgendwie. Hier wird keiner eingesperrt. So, du. Das dauert viel zu lange. Der arme Jaboa, naja. Nee, es dauert zu lange. Jetzt alle Miske mal raus. Aua. Oben ist noch eine Schmiede. Was brauchst du mich? Dead Bounty für Spielbär. Echt? Ausgesetzt von Chris Play. Schön. 10.000 hat er geklemmt, ja schön. Ich hau alles weg, was hier drin ist. 2 Granaten habe ich noch, da oben ist eine Schmiede, die will ich gerne dir machen. Ich werde mir mal heute die Aufgabe machen und jetzt von Chris Play gucken, mal sehen, was die... Geh mal raus. Ja. Anni, wo bist du jetzt? Ich bin in der Hütte von dem Master V. Ich bin raus. Okay, und wo ist die Hütte von Master V? Achtung, die fliegen hier ganz schön weit einfach, rum. Einfach, wie gesagt, Mario hat es ja gesagt, irgendwie einfach auf der anderen Seite da von der Wüste und dann halt Richtung Felsmassiv, da in der Nähe von diesen Steinspitzen.
Genauer kann ich es halt nicht sagen. Okay. Von diesen diagonalen Steinspitzen, die da haben. Ja, ich weiß. Oh, Mario, komm mal rein. Oh, da war ich doch schon dicht dran. Ach, Mensch. Das hättest du vorher sagen sollen, Anni. Ich hab doch gesagt, ich renne in die Richtung von Mario. Haben wir aufs Gleiche? Ja, das, ich weiß ja nicht, wo Mario ist. Oh, Kommunikation, schön. Kommt ein Pferd? Wer ist das? Das bin ich. Nein, ich. Oh, er ist wieder da. Oh, hallo. Jetzt hat er noch einen Bounty. So, Anni, ich bräuchte jetzt die Pilze. Geht grad nicht, weil ich habe hier gerade wieder Spaß mit Master V. Ich hoffe, ich gehe hier nicht drauf, weil sonst habe ich ein Problem. Ah, doch, ich habe noch mal gekillt, hat er Pech gehabt jetzt. Die Forge oder so? Brauchen wir nicht mehr, ne? Nee. Oh, das kann ich ja nicht, das bringt ja... Oh, das bringt doch... Ja, ja. Wir könnten das Holz aber mitnehmen hier. Ja, wenn, dann musstest du holen. Ja, ja, ein Helikopter kann das alles tragen. Na dann. Ich meine, die hat ja nicht so viel die Forge. Krieg ich alles mit? Bist du noch hier? Na, in der Nähe, ja. Nimmst du das Pferd bitte schon mal mit? Ja, dann komme ich nochmal zurück. Ich kann das eh mitnehmen, wenn du meinst. Exotic, weißt du, wo Ips ist? Geradeaus hier, oder? Ja, geradeaus, genau dort. Man ist eigentlich immer am Prokopter dann vorbei. Ja, warte mal, wir rücken von unten gerade ran. Achso, das bin ich. Ja, komm mal hoch. Von oben ist einfacher, das hat nur 2500. Was ist denn das hier? Ihr wollt jetzt Holz mitnehmen, ja? Ja. Vielleicht durch. Meinst du, ich muss in die Richtung? Jawoll. Naja, nein. 31 Minuten. Ja. Oh. Kann ich... Kannst du tragen? Jo, alles klar. Was? Okay. Bräuchte dann auch noch einen Sattel. Wartet mal, hier hat gerade vor der Base jemand Hallo gesagt. Wo kommt du dann? Komm mal zurück. Hallo? Ich bin leider nicht mehr da. Wir kommen jetzt zurück. Ach, hier ist das Pferd, ich sehe schon. Oh, 38% Heatstroke. Stamina. Komm, das Fleisch kann man mitnehmen. Ich komme zurück zur Base, ja. Also dauert noch ein bisschen. Andi, ich komm da, schau mal. Ja, ich habe auch ganz schön Hitzeschlag. Da drüben rennt einer. Okay. An der Holzhütte. Was soll ich reinsetzen? Achso, weiß ich nicht. Geht Scheiße. Das bin ich. Achso, das bist du, Mann. Geht dich, ne? Aber ich sehe halt auch nicht so viel. Ich habe halt schon Heatstroke 40%. Das ist alles weiß hier. Oh, Alter. Das ist cool, das Prokopter dann. Ja. Hallo? 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 Na, Alex redet gerade mit dem vor der Base wahrscheinlich. Ja. Schau mal, da unten kommt er. Da, schau mal. Ach, schmeckt Durst. Komm, hier kommt er. Links ist der T-Rex. Da wollen wir nicht hin. Da unten ist er bei dem Haus. Ja, ich versuch, ja, aber lass ihn in Ruhe, der hat uns ja noch nicht gesehen. Ach, ich kann nicht mehr. Also ich würde ihn jetzt ungern hier hinlocken. Ja, was machst du bei uns in der Base? Ach nee, das ist ein Allosaurus, was da vorne läuft. Alter Schwede. Da ist einer mit dem Pferd unterwegs. Ich. Okay. Okay. Leute, wieder. Ich komme jetzt, Alex, soll ich ihn abballern oder was? Kannst du mal das Prokopter da reinclaimen? Ich gehe sonst gleich drauf. Alex, was hast du? Er steht hier nackig in der Base. In der Base? Jo. Ja, leg ihn um. Du darfst gerne aus unserer Base rausgehen, dann lass ich dich leben. Okay, danke. Hast du ihn getroffen? Ah! Ja. Ach, hier, das ist der hier? Mit. Der André? Tja, André Pech, ne? Ja. Was hatten wir da für Skins hier? Unglaublich. Oh. Wollt ihr haben Ressourcen oder was? Ja. Oh, der hat schöne Narko-Bears. Können wir mal ein paar Narko-Bears mitnehmen. Ankleben wir das Pferd. Und Major-Bären. Asen. Andi, stehst du jetzt immer noch beim Prokopter dann? Groß wollte ich nicht. Ja. Und Drexotic ist nicht vorbeigekommen? Doch, der ist jetzt hier. Okay. Jetzt gehauen mit dem Pferd? Nein, das war der Boa. Jetzt ein Hitzeschlag. Haben wir irgendwo jetzt noch einen großen Schrank für Implantate ausschließlich? Na, hier links an der Wand, der hier da. Aber der ganz rechte, an der Rückwand sozusagen. Ja, okay. Also wir müssen echt mal gucken, was wir hier alles haben, ne? Und dann müssen wir echt irgendwie noch rauskriegen, wer überhaupt gesucht wird, weil wir wollen ja bestimmt auch mal ein bisschen was einstreichen. No. Steht da jetzt noch jemand bei uns in der Base? Nee, also keiner, der... Wer rennt da in der Wüste? Wer rennt in der Wüste?
Keiner von uns. Ich bin jetzt hier an dem Wasserding von uns. Von dem Prokopterdon. Nee, also von uns ist keiner in der Wüste. Das so, Alex hat jetzt, Alex sei schon, Rex hat jetzt das Pferd. Hau die Bären gleich mal hier in den Wasser rein. Jo. Ich habe noch 37 mal Öl. Ich muss dann dringend zum Wasser, ey. Muss man dringend zum Wasser. Mach mal. In der Base gehalten, falls wir nicht wollen, wer kloppt denn hier? Andi. Haut Andi natürlich wieder. Wer ist sonst? Andi lässt seine Aggression an Clemens raus. Ja, wir haben doch jetzt hier so eine. So ein Dummy? EPS-Puppe. Hat nicht mal ein Zelt hier stehen? Wo ist denn das hin? Das steht. Ja, das ist schon wieder kaputt. Ja. Ich stell mal ein neues hin. Warte mal, wir haben doch noch eins. Ne, wir haben keins mehr. Ich baue eins. Ach, im Schrank war auch eins, oder? Echt? Das war eins, ja. Da wollte ich gerade runter Heatstrokes. Okay. Ja, eins ist noch im Schrank. Im linken Ausdrucksschrank ist noch eins. Ah ja, ich stelle das jetzt mal. Reiten kann man so bestimmt nicht, die Raptoren, ne? Man kann Raptorensattel bauen. Also ich glaube schon, dass Raptoren geritten werden. Ja, es sind reitbar, glaube ich. Ich nehme gerade einen 56er. Geil. Ja, vor der Tür fliegt man Geier rum, oder? YOLO. YOLO? YOLO wohnt doch hier in der Nähe. YOLO. Das war der mit der Holzhütte da oben, die wir letztens ausgeräumt haben. Ja. Genau das war der. Und was macht der Geier hier bei uns am Tor? Zu weit. Der möchte umgebracht werden, der Geier vielleicht. Wer steht? Ja, diese suizidgefährdeten Vögel. Ach Mist, das Zelt muss Alex bauen. Okay. Alex, ja. Kommst du? Ja, leg das mal in irgendeinen Schrank, dann nehme ich das gleich. Warte, ich pack's vor der Tür in den rechten Schrank, dort wo halt auch Flint und sowas drin ist. Jo. Level 83 Raptor, also. Das ist doch geil. Schon okay. Das ist sehr cool. Es ist etwas Konstruktives heute geschafft. Naja, ja, bräuchten halt sinnvollerweise trotzdem noch irgendwie am besten ein High-Level männliches Pferd. Ja. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Karotten. Damit ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ja, genau, wir brauchen Karotten. Jetzt macht keinen Sinn mehr, aber... Beim nächsten Mal dann halt... Vielleicht wieder an der Ecke, wo wir die... wo ist ein Kento? 13... 18... 21 Karotten haben wir. Da unten rennt jemand. Rennt jemand gerade quasi nördlich von unserer Base rum? Wenn man rauskommt. Ist jemand... Der ist nackig? Warte mal, ich habe ja ein Spyglass. Der ist auf jeden Fall nackt. Und Level 63. Und haut ab. In 8 Minuten. Ja, schön. Naja, wenigstens haben wir ein kleines Ziel geschafft. Also auf jeden Fall, Alex hat die Bases mal wieder weiter abgesichert. Und wir haben die ersten Schusswaffen. Ne? Also. Und wer geht denn eigentlich jetzt beim nächsten Mal... Heute. Wer geht denn jetzt beim nächsten Mal eigentlich ans schwarze Brett? Da mal gucken. Ich würde ins schwarze Brett gehen, da würde ich das Känguru nehmen und dahin springen. Okay. Jo. Also momentan sind auch zwei Pferde und das Känguru noch schwanger. Das heißt, beim nächsten Mal gibt's Nachwuchs. Sehr schön. Sehr schön. Mal wieder. Ja, wir haben auch Verschleiß. Deswegen. Und ein Männchen und ein weibliches Pferd bleiben jetzt in meiner Base. Ja. Das ist gut. Damit wir es nicht wie vorhin haben, dass das Männchen plötzlich drauf geht und dann gehen wir da. Dann bitte benennen. Hab ich. Ah, naja, die gehören ja alle mir, ne? Also wenn einer eins möchte, muss ich das erstmal claimen. Also stellt euch gut mit mir. Aber dann immer. Komm, dann claim mal bitte den Raptoren hier, ne? Oder soll ich den einfach nur unclaimed? Wie du willst. Wenn du den Captain Kenneth müssen wir nächstes Mal auf den Raptor machen. Wenn du ihn reiten möchtest, dann behalt ihn ruhig. Nee, ich liebe ein Pferd, Alter, weil der Raptor kann nichts schleppen. Das müssen wir tot machen? Captain Kenneth rüstet ja schon gescheit auf große Adobe-Hütte und dann noch Spikes rundum mit Dino-Gate und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist da noch ein Pferd in der Hütte drin. Also müssen wir echt schauen. Jetzt, wo ich auch mit dem Pferd unterwegs sein kann, bin ich auch auf jeden Fall sehr viel motivierter. Also man kann doch mal ein bisschen schneller weglaufen. Ja, ne? Klar.
Das machen wir. Hallo, immer weglaufen. Freiheit vor den Feind, direkt standrecht erschießen. Ey, sag mal, Freundchen. Mal ein bisschen was fürs Team machen. Balu, so geht es nicht. Ja, aber wenn ich so gut schieße wie ich. Also, ich kann besser laufen als schießen. Also. Zumindest ist im Spiel. Gut, also. Na. Herrlich. Vorhin, das war ja mit dem Pfeil und Bogen, das war also grottenschlecht. Also, dass wir zu dritt den da nicht abgeschossen haben. Ja, das Schlimme ist ja, ich habe das Gefühl, ich renne gleich in meine Pfeile rein, wenn ich losrenne. Ja, so langsam. Langsam kannst du überholen, ne? Ja. Ja, das ist. Entschuldige, dass ich durch den Gartenweg gelaufen bin hier. Die guten Karotten. Also Karotten haben wir jetzt schon, glaube ich, für ein High Level. Ja, 21 ja, haben wir. Sehr schön. Übrigens, Mario ist das ganz komisch mit diesen Wassertanks oben, ne? Ja. Wenn man innen beispielsweise nicht mehr trinken kann, kann man hier draußen an dem Ding noch trinken. Also, okay. Obwohl alles miteinander verbunden ist, also frag mich nicht. So, ich komme dann auch gleich mal rein. Kann ich das Pferdchen klemmen? Wasser ist alle, ne? Kann ich machen. Ah, das ist das von Clemens. Überrascht, dass das noch lebt, ey. Nächstes Mal hole ich mir dann so ein King. Wolltet ihr nicht den Geier von YOLO umbringen? Nee, der ist tot. Der ist. Ja, dann hat er wahrscheinlich noch einen rumsitzen. Komm her, Geier. Alter, du hast mein Shirt kaputt gemacht. Ja, aber schätz mal die Geier nicht. Aua! Ernsthaft jetzt hier? So. Warum hat das hier so einen XP-Balken drüber? Der Geier. Was, ein XP-Balken? Ist hier irgendwo ein Distro aktiv? Ja, wir haben ja ein Distro in der Base. Na dann. Boah, was macht ihr denn hier? Passiv. Was ist los? Ich hab's passiv gepfiffen. Das Känguru auch. Die Randale im Haus oder was? Gegangen. Was hat der kaputt gemacht? Die auf Passiv gestellt wahrscheinlich, oder? Die Hundschrank. Hier kommt gleich doch noch ein Pferd-Baby, glaube ich. Echt? Bei 98. Och nee, ernsthaft jetzt? Nein. Oh ja, doch. Wieso, ist gar nicht so schlimm? Nee, ist ja auch nicht schlimm, aber... wird knapp, ne? Entweder... Oh Gott. Ja, schauen wir mal. Ja, ich glaube, das kommt heute noch. Also, jetzt noch. Im Haus hier, oder was? Hier, das Rechte? Hier. Ja, das Rechte. Oh Gott. 99. Hat jemand noch was zu essen? Das sieht ganz schön rund 99,6. Ja, Bären habe ich noch. Komm, jetzt Drillinge Bären hier. Hab ich auch. Na? Und? Nein. Da ist ein... Aber 47 ist okay. Naja. Ein Weibchen. Oh Gott. Ey, herrlich hier. Wir brauchen halt echt noch ein heiliges Männchen. Das kann er seine Gene überall weitergeben. Seine Gene... Immer schön alle weiterknallen hier und dann, ne? Drauf hoffen, dass die Level vom Männchen übernommen werden. Oh Mann, ey. Ja, mal Lone Star fragen, ob er uns eins gibt. Mal kurz ein paar. Wenn's ein Männchen ist. Ja, wäre Clemens jetzt hier, würde er sagen, ich mach das. Was, knallen oder auch? Ja. Proctodon ist auch geschnitzt. Was? Nein, oh Gott, ein Proctodon-Kind. Alter, ging das schnell. Das war jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Flop. Das Proctodon? Aber boah, das ist schon fast tot, weil das so schnell hoch. Oh Gott, ja. Ach, dann war das schon so lange da. Oh Gott. 10 Hitpoints hat's noch. Oh Gott. Scheiße, ey. Aber ja. Welches Geschlecht ist das? Weibchen. Oh, das hat sich aber auch krass hinter seiner Mama versteckt. Hat ne? aber ein gutes Level. Dann nehme ich aber nächstes Mal das da und dann lass das Männchen da zum Züchten. Oh. Ja. Oh, es folgt dir noch, kleiner. Ja. Sieht süß aus. Wollt's da hinten gerade noch raus haben. Oh. Das sieht nett aus. Das war eine knappe Kiste. Aber hey, noch zwei Kinder hier geschlüpft heute. Michel, wird denn das groß? So, das ist jetzt so bei 2%, also schnell. Oh. Dann ist beim nächsten Mal auf jeden Fall erwachsen. Wenn wir dann die nächste Session haben, dann wächst das aus. So. Na, ich möchte gerade nur sicher gehen, dass die genug Beeren im Inventar haben. Na, dann idealerweise jetzt alle ins Haus und Luke zu und schon mal aufs Auslocken vorbereiten. Ja. Ah, der Server geht gerade down. Okay. Ja. Gut, dass das Tor gerade offen ist, Leute. Ja. Naja, ist ja wie bei Herbie Wars damals. Wer ist denn jetzt noch rausgegangen? Ich. Warum? Ja, ach, da ist das Pokoptodon, ja, jetzt sehe ich es auch. Ja. Na gut, wir sind ja direkt wieder da, das nächste Mal. Genau. We'll